So Leute, wir haben Samstag, 21. Februar 2015. So, heute mal was Kurzes. Morgen wahrscheinlich Blockbuster. Ich erzähle euch auch gleich, warum die Blockbuster manchmal auf sich warten lassen. Auch wieder eher verstärkt Richtung Kraftsport, Powerlifting. Aber heute mal Thema Gesundheit. Und zwar geht es heute um Gemüsesorten, die Krebs verhindern, erstens, oder auch aktiv bekämpfen. Das heißt, wenn jemand schon Krebs hat, dass das Wachstum der Krebszellen aktiv gehemmt oder gestoppt wird teilweise. Ja, und zwar geht es um einen bestimmten Wirkstoff, das nennt sich Sulforaphan. Moment, gucken, ob ich das richtig... Sulforaphan, ja genau. Ich habe mir vor 3-4 Tagen irgendwie so eine Doku reingezogen über ein ganz anderes Thema und dann kam das zwischendurch vor und deswegen dachte ich mir, komm... Ich benutze sowieso seit ein paar Monaten, habe ich vorher eigentlich kaum gemacht, oder wenn dann nur aus diesen Fertig-Gemüse-Dingern. So, ich kaufe mir neuerdings Brokkoli, schon seit ein paar Monaten. Und wenn ihr mal guckt, die haben ja so einzelne, was kann man sagen, so Blumenköpfe, die man so abschneiden kann. Und das ist ungefähr in etwa so groß, kostet irgendwie, weiß ich nicht, zwischen 60 und 80 Cent. Manchmal vielleicht sogar 1 Euro, aber weit unter 1 Euro meistens aktuell. Was ich euch damit sagen will, ihr könnt jedes Mal, wenn ihr Essen zubereitet, vielleicht 1 oder 2 solche Köpfe mit da rein verarbeiten. Wichtig ist, die letzten, sagen wir mal, 4-5 Minuten mit in den Topf geben, ne, wenn ihr einen Eintopf macht oder was auch immer, damit die Inhaltsstoffe und Vitamine nicht verloren gehen. So, nochmal zurück zum Thema. Warum zeige ich euch Brokkoli? Es gibt verschiedene Gemüsesorten, die aktiv gegen Krebs helfen. Sowohl der Vorbeugung, dass überhaupt kein Krebs entsteht, als auch wenn Krebs da ist, dass man damit eventuell das weitere Wachstum hindern kann. Und zwar wären das zum Beispiel Knoblauch, ja, Tomaten. Ganz wichtig, bei den Tomaten dieses grüne Innere wegschneiden, ne? Weil das ist dann wiederum krebserregend. Nur halt das, was außenrum ist, Fruchtfleisch, und zwar grüne Tomaten möglichst vermeiden, also eher rote Tomaten. So, ja, Rosenkohl, Chinakohl glaube ich auch noch. Ja, das sind alles Gemüsesorten, die ihr im täglichen Bedarf haben solltet, dass ihr damit, sagen wir mal, langfristig Krebs vorsorgt. Und zwar jetzt für die Männer ganz wichtig, damit kann man Prostatakrebs, eines der am häufigsten vorkommenden Krebsarten bei Männern, Prostatakrebs, auch mit vorbeugen, soll wohl für Prostatakrebs sehr gut sein. Warum habe ich euch jetzt ausgerechnet Brokkoli gezeigt? Von den ganzen Gemüsesorten scheint es wohl so zu sein, dass Brokkoli die stärkste Wirkung hat. Ja? Und das Geile bei Brokkoli ist, wie gesagt, ich verwende das jetzt schon seit, lass mich nicht lügen, 2, 3, 4 Monaten. Ich gehe neuerdings ein bisschen... sagen wir mal, gezielter einkaufen, weißt du? Ich denke mir, komm, weißt du, guck mal, in so einem Einkaufszentrum liegen tonnenweise Gemüsesorten oder was auch immer, die ihr teilweise gar nicht irgendwie aktiv kauft, weil ihr denkt, naja, brauche ich nicht, schmeckt mir nicht und so. Aber weißt du, in letzter Zeit, ich habe mir ein paar Sachen immer, weißt du, bei jedem Einkauf ein bisschen was anderes, mal probiert, mit welchen verschiedenen Essen ich das kombinieren kann. Das Geile bei Brokkoli ist, ernsthaft, das kannst du fast überall mit reintun, weil das jetzt nicht so eine überdimensional krass starke Eigengeschmacksnote hat. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel Spaghetti gemacht, ja, habe mir das mit reingemacht, so, das schmeckt einfach nur gut, so minimal merkst du so den Geschmack, aber das ist fast geschmacksneutral, aber nur fast. Schmeckt zwar schon nach Brokkoli, aber wie gesagt, wenn das so im Essen drin ist, so, das kannst du in Reis mit reingeben oder wenn du einfach nur Fleisch irgendwie dir brätst oder was auch immer, das kannst du fast wirklich überall reintun, ja. So, Wirkstoff ist Sulforaphan, heißt das, ne? Und es hat sich bei Studien, also das wurde wissenschaftlich untersucht, gezeigt, dass man Krebszellen zum Beispiel genommen hat in ein Gefäß und dann daraufhin Brokkoli-Extrakt oder Brokkoliöl, Saft, wie auch immer, mit reingegeben hat und dass die Krebszellen daraufhin einfach gestorben sind oder abgestorben sind. Ne? Oder zumindest sehr, sehr stark gehemmt wurden. Ja, aber so wie ich das mitbekommen habe, dass sie dann aktiv dann bekämpft werden können. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, für Männer und auch im Brustkrebs für die Frauen, also für Brustkrebs für die Frauen auch sehr zu empfehlen.
Und müsst ihr nur googeln, na, brauche ich nichts drunter verlinken, aber müsst ihr googeln, findet ihr genug Sachen drüber. Ja? Gibt's noch irgendwas, was ich vergessen habe? Nö, die Gemüsesorten, die anderen habe ich euch ja auch genannt, ne? Allgemein solltet ihr viel Gemüse auch im täglichen Bedarf mitessen, ne? So allgemein jetzt auch. Okay, wichtig ist, das wollte ich euch noch zeigen, bevor ich mit meinem Video zu Ende bin. Ganz wichtig. Guck mal, die Videos, die ich mache, klar, ich mache auch mal zwischendurch so Blödsinnsvideos oder so, ne? So lustigkeitshalber oder... Aber da sind so ein paar Videos, die solltet ihr euch bitte auch unbedingt reinziehen, weil wenn ich meinen Blockbuster-Videos mache, weißt du, meine Videos haben immer so einen Zusammenhang, so in großen Teilen. Das heißt, wenn ihr 1, 2, 3 Videos nicht gesehen habt, kann das sein, dass ihr die folgenden Videos vielleicht nicht versteht. Also, wichtig, bitte reinziehen, einmal das hier, Optimum und Maximum rausholen, Kraftsport, Bodybuilding, ja, das ist mein Video. Dann das hier vielleicht auch. Urin färbt sich nach dem Sport und beim Pissen bildet sich Schaum. Auch mit reinziehen. Ja, das ist für spätere Videos vielleicht wichtig. Moment, dann zeige ich euch noch was. Ja, auch nicht schlecht. Unbedingt auch mit reinziehen. Unsachliche Kommentare. Bankdrücken 200 Kilogramm natural nicht möglich. Ja. Und vielleicht noch, ja genau, das hier. Raketentreibstoff als Wunder Fettfresser DNP Dinitrophenol. Ja, das bitte auch mit reinziehen, weil wie gesagt, für später, Moment, ich setze noch ein letztes Mal Kamera ab. Ja, weil für spätere Videos werden das so wichtige Themen sein. Also wäre cool, wenn ihr da noch ein paar Bewertungen, Kommentare da lasst, dass ich weiß, ihr habt die gesehen. Ne? Für eventuell morgen, dass dann ein Blockbuster kommt, dass ihr auch die Hintergründe versteht. Okay, danke fürs Gucken. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.